Der Harz, eine faszinierende Mittelgebirgsregion in Deutschland, begeistert mit seiner reichen Geschichte, atemberaubenden Natur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Dieses einzigartige Gebiet beeindruckt nicht nur durch seine imposante Berglandschaft, sondern auch durch malerische Städte, kulturelle Schätze und eine reiche Bergbautradition. Hallo und herzlich willkommen zu diesem brisanten Bericht. Wir werden euch Videomaterial einer Stadtratssitzung zeigen, die völlig außer Kontrolle geriet. Wer nicht abonniert, verpasst etwas. Eine perfekte Region, um dem ganzen Arbeitsstress zu entkommen und für einen Augenblick die Probleme der Welt zu vergessen. Die mystische Atmosphäre des Harzes zieht Besucher aus aller Welt an. Aber neben allerhand Touristen verlaufen sich auch weniger strahlende Figuren in den Harz. So geschehen in einem kleinen Städtchen südlich von Braunschweig und nur unweit vom Brocken. In einem beschaulichen Städtchen Wernigerode kam es zu unschönen Szenen, die mit einem Hitler-Vergleich endeten. Die Stadt war Austragungsort einer Konferenz, genauer gesagt der Energieministerkonferenz der Bundesländer. So lud der Oberbürgermeister Tobias Kascher einen besonderen Gast ein. Einen Gast, der so beliebt ist wie Fußpilz. Einen Gast, der die Bürger der Stadt gegen sich aufbrachte, bevor er nur einen Fuß in die Stadt gesetzt hatte. Bei einer Sitzung des Stadtrates ließen die Bürger ihre Wut freien Lauf. Im Internet wurde zu Protesten aufgerufen und auch Teile der Einheitspartei Deutschlands, CDU und FDP, weigerten sich beim Eintreffen dieser Person fernzubleiben. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit diesem Mann in einem Raum zu sein, erklärte CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann den Entschluss seiner Fraktion. Da kann ich nicht im Schloss stehen und Beifall klatschen und ihn hofieren, sagte Winkelmann, als ginge es um den Besuch eines politischen Extremisten und nicht um die Würdigung einer bekannten Person. Doch wer könnte es sein, der so eine Reaktion in der Bevölkerung und bei Politikern hervorruft? War es jemand von der AfD? Nein, wir finden die Person am anderen Ende des politischen Spektrums. Auf Facebook erfährt der Besuch einen unschönen Widerhall. Aus tausenden Kommentaren ergießen sich Hass und Ablehnung gegen ihn. Übt schon mal Eier und Tomaten werfen, gibt ein Nutzer dort die Stimmung in Teilen der Bevölkerung wieder. Andere Nutzer nennen ihn einen Verbrecher, der nicht ins goldene Buch gehöre. Mit diesem Eintrag habe dieses Buch keinen Nutzen mehr und könne verbrannt werden, urteilt ein anderer Nutzer. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann SPD, der der MK 2023 vorsitzt, verteidigt die geplante Ehrung. Es sei eine laute Minderheit, die in dieser Sache massiv Sturm gegen den Mann mache, sagte er gegenüber der Volksstimme. Es sei eine jahrelange, selbstverständliche Praxis, Mitgliedern der Bundesregierung durch einen Eintrag ins Goldene Buch Respekt zu erweisen, nicht nur in Wernigerode. Und nun zeigen wir euch die Bilder vom Volkszorn gegen ihn, die in den Medien gerne verschwiegen werden. Und wir schließen mit den Worten: weniger Ode, weniger Habeck. Mein Name ist Gadi Helmert. Ich bin Vorsitzende der Partei Die Basis und habe eine Frage im Namen der Mitglieder aus Wernigerode. Okay, danke. Sie haben hier in Paragraph 4 Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wernigerode stehen. Zur Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wernigerode können Personen vorgeschlagen werden, die durch vorbildliches, bürgerschaftliches Verhalten Verdienste erworben oder sich durch beispielhafte Einzelleistungen zum Wohle der Stadt verdient gemacht haben. Meine Frage an Sie ist, inwiefern trifft dies auf Robert Habeck zu? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Derselbe Sachverhalt. Ich glaube, man muss bei den Eintragungen und bei den Formalien ins Goldene Buch mehrere Dinge unterscheiden. Zum einen, wenn Sie die Satzung komplett lesen, dann gibt es die Möglichkeit, durch den Stadtrat Eintragungen ins Goldene Buch beschließen zu lassen. Das haben wir in der Vergangenheit oft gemacht. Wenn wir Anlass gesehen haben, dann gibt es die Möglichkeit, auch Bundesverdienstkreuzträgerinnen und Träger in das Goldene Buch eintragen zu lassen. Das ist ein Automatismus. Wenn Sie also Träger des Bundesverdienstkreuzes sind, steht Ihnen der Eintrag in das Goldene Buch zu. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, und das habe ich eben schon erklärt, mit Blick auf die Vergangenheit in den letzten 30 Jahren, Würdenträger das Anrecht zu geben, sich auch ins Goldene Buch im Sinne der Willkommenskultur der Stadt Wernigerode eintragen zu lassen. Das haben wir an vielen Stellen gemacht. Ich wiederhole mich nur. Das können Sie auch nachlesen. Und das kommt in diesem Fall als formaler Akt
ein Bundesminister und Vizekanzler zum Tragen, so wie auch in der Vergangenheit und so wie das auch in vielen, vielen anderen Städten praktiziert wird. Okay, mal davon ab, dass es meine Frage letztendlich nicht beantwortet, stelle ich die provokative Frage. Ist Ihnen bewusst, dass Adolf Hitler auch in einem goldenen Buch stand und später gestrichen wurde? Nochmal das Thema, Herr Habeck. Ja, wenn Sie denken, wir haben uns die Richtlinien nicht runtergeladen zur Eintragung in das goldene Buch, täuschen Sie sich. Stellen Sie uns nicht als dumm hin. Ja, das ist mal Punkt 1. Ja? Wie auch die Frage meiner Vorgängerin der Basis, frage ich noch einmal, was hat Herr Habeck für unser Wernigerode geleistet? Meine Damen und Herren, bitte. Ich möchte die Frage beantwortet haben von unserem Bürgermeister. Was hat Herr Habeck für Wernigerode geleistet? Also, vielleicht mal die erste. Ja, ich habe meine. Kurze Antwort. Was hat Herr Habeck für Wernigerode geleistet? Ja, ich würde vielleicht erstmal den ersten Teil Ihrer Annahme kurz beantworten wollen, dass wir Sie für dumm halten, dass Sie sich die Richtlinie nicht runtergeladen haben. Das hat keiner behauptet, sondern ich glaube, das haben Sie gemacht. Ja, lassen Sie mich doch. Gucken Sie mal, wissen Sie, also Respekt funktioniert nur, wenn ich Sie ausreden lasse und Sie mich auch. Moment. Vor der Versammlung hier zu spüren gekriegt. Ein Herr Albrecht hat uns hier in den ersten Reihen gemaßregelt, wie wir uns zu verhalten haben. Also, wir sind freie Bürger von Wernigerode. Ja, das will ich also doch. Bitte keine Diskussion. Meine Damen und Herren, ich möchte das richtigstellen. Ich habe keine Maßregelung gemacht. Soll ich es vorspielen? Ja, das dürfen Sie vorspielen. Ja. Ich habe den Hinweis gegeben, dass keine Plakate oder Leinwände hoch. Wir werden entfernt, wenn wir unseren Unmut äußern. Wir dürfen unsere Plakate nicht hochhalten. Dann spielen Sie es bitte vor. Ich habe gesagt, Unmuts- und Beifallsbekundungen sind nicht gestattet. Unmuts- und so, Beifallsbekundungen. Ja, das würde ich ja gerne. So. Ich würde ja gerne Ihre Frage beantworten, wenn Sie mich lassen würden. Dann würde ich das machen. Ja? Okay. Also nochmal. Ich halte weder Sie noch die anderen Bürgerinnen und Bürger für dumm. Sie haben sich informiert. Sie haben sich darüber informiert, was in der Richtlinie steht. Das finde ich völlig okay. Und in der Richtlinie steht eben auch, und das habe ich gesagt, dass es die Möglichkeit der Stadt Wernigerode ist, verdienstvolle Persönlichkeiten, Bundesminister, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, andere Würdenträger, ins Goldene Buch im Sinne einer Willkommenskultur und des Respekts eintragen zu lassen. Und nur das, meine Damen und Herren, machen wir als Stadt Wernigerode. So wie viele andere Städte auch. Und ich werbe unbedingt dafür, und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, auch wenn Sie mich niederschreien wollen, dass es Wernigerode immer gut zu Gesicht gestanden hat. Wenn wir über die Parteigrenzen hinaus in der Lage waren, Menschen aus der Bundespolitik, egal ob die uns persönlich gefallen und egal ob wir die persönliche Meinung teilen, ordentlich in der Stadt zu begrüßen, ihnen ordentlich Respekt angedeihen zu lassen, und nur diese Geste drücken wir mit dieser Eintragung aus. Weder ich äußere damit meine persönliche Meinung, sondern ich komme meinem Amt nach als Oberbürgermeister, den Vizekanzler der BRD ordentlich in Wernigerode willkommen zu heißen. Und ich finde, dieses Mindestmaß an Respekt, meine Damen und Herren, das muss doch in unserer Stadt möglich sein, möglich bleiben, und das war es in der Vergangenheit auch. Insofern bitte ich um Verständnis, dass wir auch hier in diesem Fall das genauso machen, weil ich finde, dass das richtig ist. Unabhängig, ob wir die Meinung teilen, unabhängig, ob wir den Mensch Robert Habeck gut oder schlecht finden, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber ihn ordentlich zu begrüßen, so wie viele andere Minister und Kanzler in Wernigerode zuvor, das finde ich nur in Ordnung. Und das ist der Grund für die Eintragung in das Goldene Buch. Und die finde ich richtig. Und ich trenne das von meiner persönlichen Meinung, sondern finde das eigentlich einen ordentlichen Umgang miteinander. Nur darum geht es mir. Vielen Dank. Danke. Über die Köpfe der Wernigeröder drüber hinweg entscheiden. Ihnen ist die Meinung der Wernigeröder egal. Wissen Sie, ich will dann vielleicht an der Stelle auch einen Punkt machen, aber mindestens genauso viele
Meinungen, die heute im Raum sind, die haben mich als Nachricht erreicht, wo mir Menschen, lassen Sie mich, auch wenn Ihnen das nicht gefällt, aber Sie müssen mich ausreden lassen, haben mir Menschen aus Wernigerode geschrieben, werter Herr Oberbürgermeister, auch wenn wir die Meinung oder die Person Robert Habeck nicht besonders toll finden, finden wir es richtig, dass Sie den ordentlich begrüßen in Wernigerode. Den Text würde ich gerne mal sehen. Genau das hat es auch gegeben. Schauen Sie doch bitte mal netterweise, wenn es heute Abend Ihre Zeit zulässt, in die Wernigerode Facebook-Gruppe. Ich glaube, 800 ja. Meinungen waren dort. Ja. Ihnen sind die Wernigeröder scheißegal. Und ich hoffe, Ihnen wird man das auch in Zukunft zeigen, wie scheißegal Sie uns demnächst sind. Okay. Es gibt hier eine Tat. Gut. Es gibt. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eigentlich vorgehabt, unter dem Punkt Anfragen für die Stadträte dazu mich zu äußern, aber da Herr Boogs jetzt angefangen hat, würde ich das auch gerne machen, dort mal zu dem Thema Habeck. Wir haben am Montag die Einladung bekommen, beziehungsweise ich habe die bekommen für die Eintragung oben auf dem Schloss, die dann in der nächsten Woche stattfinden soll, in das Goldene Buch. Wir haben in der Fraktion darüber gesprochen. Das musste erstmal jeder für sich das verdauen bei uns, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und mehrheitlich distanzieren wir uns auch von der Person Robert Habeck, das muss man ganz ehrlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass jetzt hier in Deutschland doch einiges vor sich geht, was man nicht so erwartet hat und was vielleicht auch in einer Größenordnung von sich geht, was nicht nur in die Privatsphären der Bürgerinnen und Bürger reingreift. Das merkt jeder Einzelne, das merke ich. Das merken aber auch die Betriebe, die Handwerksbetriebe, Institutionen etc. Und wir als Fraktion distanzieren uns von der Person Robert Habeck. Und sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe ja diese Einladung bekommen, der Veranstaltung beizuwohnen. Ist eigentlich nicht meine Art, aber in diesem Fall gebe ich die gerne zurück, weil ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mit diesem Mann in einem Raum zu sein. Danke. Bitte kein Beifall. Herr Thurm. Nein, sind wir nicht. Da, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende. Ich hatte ja vorhin versucht, das auf den weiteren Tagungsordnungspunkt zu legen, der weiter dahinter kommt. Der Kollege Boogs ist jetzt vorgesprungen. Daher möchte ich aus Sicht meiner Fraktion, Haus und Grund FDP, auch sagen, auch ich habe gestern schriftlich meine Einladung zurückgegeben. Ich halte es für nicht zielführend, also gerade aus unserer Fraktion, weil der Bundesminister Habeck die Wohnungswirtschaft und die privaten Eigentümer nicht anhört und ideologisch seine Politik durchzieht